durch. Der Priester erhält eine besondere Stärke, die Gebete aller Gläubigen vor den Herrn zu tragen und von Gott alle Gnade an die Gläubigen auszuteilen. Und Öl, zumindest das Öl, mit dem der Priester gesalbt wurde, eine Mischung aus Öl und Kräutern, eben Salböl, dieses Öl duftet. Bedenken wir, dass dieses Bild des Öles, das über das Haupt auf den Bart Aarons fließt, ein Vergleich ist für die Wirkungen der Eintracht unter uns Gläubigen. Die Eintracht untereinander stärkt uns also für unseren Kampf. Für unseren Kampf mit uns selber, den Kampf mit der Welt und den Kampf mit den bösen Geistern. Die Eintracht heiligt uns, da sie die Gnade Gottes auf uns herabzieht. Und die Eintracht macht uns schön vor Gott und ihm ganz angenehm. Kämpfen wir also um diese Eintracht, halten wir Frieden mit unseren Mitmenschen, auch wenn es manchmal schwer fällt, diesem oder jenem seine Meinung zu lassen, besonders wenn man weiß, dass sie falsch ist. Wir haben nicht die Pflicht, jeden zu unserer Meinung zu bringen. Haben aber die Pflicht, allen die Liebe und Güte Gottes zu bringen, durch unser gutes Vorbild. Wir dürfen unsere Meinung äußern, aber dabei sollen wir die Größe haben, auch andere Meinungen so stehen zu lassen, wie sie sind, wenn der andere dabei verharren will. Dadurch übrigens, dass wir diese Toleranz im richtigen Sinne üben, lassen sich die Menschen viel eher überzeugen. Sie können über unsere Meinung nachdenken und von ganz alleine zu dem Schluss kommen, dass sie falsch liegen. Und so können wir mit allen Menschen in Eintracht leben. Mit unseren Brüdern und Schwestern im Herrn wollen wir das ewige Heil, das Lob Gottes, die Ordnung aller Dinge in Christus. Und mit allen Mitmenschen, die den Glauben nicht haben, wollen wir grundsätzlich mal vergessen wir auch nicht, um diese Eintracht zu beten. Das ist ein großes Geschenk Gottes auch. Bitten wir besonders unsere himmlische Mutter Maria in diesem Rosenkranzmonat um diese Eintracht, damit wir dem lieben Gott hier auf Erden wahrhaft dienen und uns so den